Inseln wollen sie jetzt endlich freispielen. Impro-Pistole? No. Es ist jetzt noch ein ganzer Tag vergangen, seit der letzten Aufnahme. Just wait a second. Piper, zum Glück bist du geschwommen. Ich wollte gucken, wer da schwimmt, und dann ist es die Pippa, die uns hier das Ding zurecht macht. Aha. Ja, ich war in der letzten Folge leider etwas verpeilt, weil ich ja noch was im Kopf hatte, was ich unbedingt noch hätte am besten vorher machen sollen. Aber jetzt ist alles gut, Leute, und jetzt kann ich cool sagen. Und vor allem ganz viele Gamma-Patronen. Ne, Plasma. Wir brauchen mal eine Plasma-Waffe. Haben wir schon irgendeine Plasma-Bombe? Kann das sein, dass wir noch keine Plasma-Bombe haben? Da hätte ich schon mal Bock drauf, weißt du? Gut, Achtung, wir bleiben erst auf dem Insel, gehen später dann da drüben hin. Wir haben fast keine Muni mehr hierfür. Wie sieht's denn im Rest? Ja, Allah, na, Allah. Don't feed the bees. Wir sollen die Bären, die Bienen nicht füttern, okay. Ja, es ist. Piper, die. Ich wollte gerade sagen, die sieht aus wie du, das ist ein Mann. Oh shit, Piper, bleib lieber weg. Schlag mich nicht, Piper. Bitte. Ah, ihr habt wahrscheinlich alle schon das letzte VR-Video gesehen. Da habe ich Fallout 4 in VR gespielt. Das ist einfach krass. Das ist einfach. Ja. Man kann sich irgendwie. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie krass das ist. Dass es so krass ist. Dass man. Am meisten hat mich weggeflasht, dass ich praktisch so stehen kann. Ich kann so stehen, also nach da gucken. Und mit der Waffe auf ihn schießen. Also einfach so nach unten hin. Pff, da, wo ich hinziehe. Oder hinter mich. Also das fand ich der Hammer. Und was leider überhaupt gar nicht in den Videos rüberkommt, das kann ja auch nicht rüberkommen, weil es einfach flach abgefilmt ist, ist die 3D-Haftigkeit. Die Sachen sind ja wirklich 3D. Die sind ja direkt vor mir. Also da oben. Die sind ja wirklich vor mir und haben auch wirklich ihre Tiefe und so. Und das kommt halt. Oh Gott! Oh. Das kommt halt überhaupt gar nicht rüber, in einem normalen 2D-Video. Piper, you need to shoot him. Ich hab dir doch extra ein Ding gegeben. Piper, bist du gerade Darm? Piper, mit dir kann man nicht sprechen, Piper. Oh, fuck. Okay, warte, ich gebe mal richtig brutal. Und da muss ich was futtern. Naja, Radex lebt nicht mehr. Was für Radex, Alter. Wann war das? Letzte Folge oder was? War ich da überhaupt dabei? So. Okay, Piper, den haben wir easy peasy lemon squeezy. Den haben wir ziemlich locker geschlagen, ich weiß. Ja, das ist, finde ich, so ein bisschen schade. Also ich wusste natürlich von Anfang an, dass es nicht so rüberkommt. Aber das, ja, das fehlt dann irgendwie noch. Ich könnte die Videos auch in 3D rendern, aber dann ist es, glaube ich, in dem alten 3D. Also braucht ihr 3D-Brillen, diese blau-roten. Ja, kann ich Videos auch in 3D herstellen. Aber es ist halt ein Crap, also nicht crappy, ich weiß noch, der erste 3D-Film, den ich gesehen habe, da sind mir fast die Augen rausgefallen. Bei den, also das sind dann natürlich nur ein paar Effekte gewesen, die cool aussahen. Aber trotzdem. 3D gibt es ja auch schon ewig, ne, wenn man sich das überlegt, 3D gab es, oh fuck. Gab es das nicht schon in den 60er Jahren oder 50er Jahren? Mit den, ein König! Ein König! Seit wann gibt es Meierler Könige? Oh Gott! Piper, we got a fucking problem over here, Piper! We got a problem over. Oh fuck! Okay. Chillung hochfahren. Leute, seit wann gibt's denn Könige? Bei den fischgesichtigen Affenkindern. I've got a judge, dude! Oh, scheiße, ja! Ich glaube, die Waffe ist nicht so optimal. Deine Mutter, deine haarige. We are so fucked right now! Was? Wisst ihr? Der hat uns gebumst. Der normale Meierlurk hat uns gebumst. I can't. And I won't believe this. So. Atomminen. Impulsminen. Kronkorkenminen. Ich mach jetzt mal so Kronkorkenminen und das Schüssel. Alles klar. Kommt ihr nochmal kurz her, ihr Pisser? Wo kommt der eigentlich her, der Vater? Der König auf einmal. Von da hinten, ne. I think this is a king. Da. Eat my shit, dude. Piper, geh lieber schon weg, Piper. Oh, der ist fast tot! Bin die beste Mine auf der ganzen Welt. Piper, kannst du dir mal kurz den Arsch schießen, bitte? Pipes! Nein! Durch. Oh fuck. Okay, warte. So, Achtung. I've got another crown kick mine. Oh nein, warte kurz! Warum ist es auf einmal ein anderer? Ich will ja natürlich nicht verschwenden an so einen Pisser. Ah. Oh, okay. Andere Herangehensweise. Wir nehmen
Doch, ja, ist eine gute Idee. Wir locken erstmal den König da weg. Wir machen eins nach dem anderen. Fuck. 32 normale Granaten. Kein Wunder, dass wir so dick sind. Bitch! Wow. Bester Schuss der Welt. Der frisst aber auch gut, oder? Meilerkönig, du gehst auf den falschen. Die Frau schießt doch auf dich! Boah, klingt das widerlich. Sock my nerve! Sock my nerve! Oh fuck, okay. Ich seh's ein. Das klingt so eklig, Okay. Now you can talk! Alles klar. Piper, wir haben ihn. Speichern. Eine große Speicherung bitte, ja. Ich habe jetzt irgendwas Unsichtbares überschrieben. Das sind natürlich die ganz harten Sachen. Was ist denn da hinten? Sehr gut, da ist auch irgendwas. Hier ist so viel außenrum, das müssen wir alles mal abschwimmen dann. Aber wir gehen... wir machen jetzt noch hier die zwei. Nochmal kurz eine Schnellspeicherung, alles klar. Hallo? Okay, da ist er. Kann ich ihn vielleicht... Nee, das ist er nicht. Können wir mich angucken. Hey! Headshot, Bitch! Oh, fuck. Was war das? Dann nehmen wir uns halt der Normale, macht den bitte down, Hoips, you need to kill this snitch. Oh. Okay. Ich renne einfach davon. Dann esse ich ein Bonbon. Nein. Call out to the Fallout, baby. Sag mal, ey. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt... Ich hab... Leider noch ganz wenig von meiner guten Munition. Aber wenn ich hier eine Granate hinschmeiße, dann trifft sie nicht. Kommst du hier hoch? Genau das ist die Problematik für dich, Ratte. Ha! Run in my name, Bisnitch. Ja gut, der mutiert jetzt gleich. Hallo? Ihr müsst nicht so weit wegrennen. Ich bin schon noch da. Anything goes. Schneller. Ah! Guck mal, der ist gar nicht. Das ist jetzt gar kein super duper Power Trooper. Au. Bist du gecrippelt, hä? Tut's weh. Scheiße, ne, wenn man gecrippelt ist. Hallo. Ja. Wie ist das, hä? Wenn man sich nicht bewegen kann. Weiß ich auch nicht. Ich lauf ja. Aber für dich ist es bestimmt schlimm, du Sack. Okay, wir haben die zwei Hardcore-Nasen gekillt. Ich wollte gerade sagen, was liegt hier für ein fetter Mensch. Aber das ist ja ein Maler. Das ist just Maler. Wo ist denn die Frau? Piper, wo bist du hin? Es wurde vorgeschlagen, dass wir Piper einen Fatman geben. Ich weiß nicht. Also, Apotheker können wir gerne skill... Was? Das beste Rezept gegen Maelurks Minen. Piper, sagt es doch früher. Du Pisser. Voll das geile Schiff da drüben. Aber das machen wir alles später. Ich will jetzt nur kurz diese kleine Fregatte schon mal hier abchecken. Aha. Bitch. Ich will was bauen. Geh weg. Wie so ein Kind. Nein, Mama. Ich mach was grad. So, okay. Genug. 5 Rad. Alter. Oh, wie ich total der Bunnyhopper bin. Alle sagen, ich kann nicht Bunnyhoppen, Alter. Und wie ich das kann. So, wir gehen hier mal weiter hoch. Da haben wir eine kleine Station. Und ein Kabel, das... Oh! Pipes! You need to fuck diese Bitch! Alter, enorm. Was für eine Muni brauchen wir für die? Eigentlich für die... hier. 45er. Also wir haben 299. Na, so viel und so. Signalcheckliste. Erstens, achte darauf, dass die Kabel zum Generator alle richtig angeschlossen sind. Wir können keinen weiteren Generatorausfall durch einen Kurzschluss gebrauchen. Randy! Zweitens, der Generator muss eingeschaltet sein, bevor das Signal aktiviert wird. Kleiner Tipp, ich würde... Oh Gott. Ich weiß noch nicht, wie das jetzt hieß. Keine Ahnung. Liste? Irgendeine Liste? Checkliste? Was ist eine Checkliste? Alles klar. Piper, wir müssen ein bisschen speichern. Ja, moin. Gut, die Kabel.
Piper, ich will nicht sagen, dass du dran schuld bist, aber... Meg! Da, das ist gut. Das sehe ich zufällig. Ich, kenne mich so ein bisschen aus mit so Strom. Es ist eine super Verlegung. Es ist super Leitung. Die ist gut gemacht. Ein hochwertiges Kabel. Das ist Glasfaserstromnetz. Super schnell. 8000 Terra Giga die Sekunde. Komm, wir gehen da mal hoch. Alter Piper, ich gehe hoch. Na fuck. Ich gehe nirgendwo hin. Warte mal kurz, das hat doch bestimmt hier auch noch einen normalen Aufgang, oder? Oh no! Ey, oh, ein Rettungsring. Wir brauchen keinen Rettungsring. Ihh, hier ein Pilz. Ja. Wir brauchen viel... Juhu! Nett. Nett. Dein Glück wird dauerhaft um 8 Millionen % angehoben. Sehr nice. Ja, hier hätte man auch gehen können. Aber das sagt einem auch keiner. Man ist ja auf sich alleine gestellt. Da ist ja schon der Generator, dude. Das ist Generator. Fatman! Es wurde gefragt, was der Fatman kann. Und damit kann man Mini-Atombomben abschießen. Vielleicht benutze ich ihn jetzt ja gleich mal. Denn ich habe in Erinnerung, dass jetzt irgendwas kommt. Entweder kommt so ein König, wie der kleine Pisser gerade eben, aber der war nicht tragisch. Oder es kommt eine Königin. Dann sind wir natürlich schon, auf ein Ding angewiesen, ne? Irgendwie. Also ich hätte schwören können, dass die... ja. Moin, Königin! Mensch, erzähl doch mal einen Schwung aus deinem Leben. Fuck, ich sag... Okay, Leute. Wir machen jetzt Fatman-Zeit. Dun, 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 dun. Seven Nation Fatmans können wir gar nichts anhaben. Wir haben 12 Mini-Atom-Bombs. Atom-Bomb! Ich speichere mal, wir testen mal. Wenn der jetzt nicht ultra viel Damage macht, wenn er die jetzt nicht zumindest zur Hälfte fickt. Ich hab dann safen wir... Wofür safen wir das Ding dann? Keine Ahnung. Peng. Oh, moin! Zur Hälfte! Gut. Den Schuss können wir wirklich verschossen lassen, aber wir brauchen jetzt nicht noch mehr zu verschießen, oder? Wir wollen so ein bisschen übliches, altes Gefiss hier noch, ne? Hört ihr das? Da krabbelt irgendwas um uns drum herum. Oh, ja, mit der Schrotflinte auf 8 Kilometer Entfernung. Ich bin natürlich... Hallo. Fuck, fuck, fuck. Ich bin natürlich schon so ein Könner. Der Magie, ne? Ich habe ja Magie studiert. Mit Harald Potter zusammen. Piper, steh doch mal auf. Pipes! There is an anomaly in front of my pipes. It is. Haha. Hier. Irgendwie macht das nicht viel, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, da gebe ich. Wir machen noch ein bisschen Atombombenspaß. Da geben wir jetzt noch die andere rein hier. So ein schönes Schnellspeichern, Dingens. Nicht so. Ich muss sie treffen. Wenn sie läuft, dann haben wir ein bisschen geschissen. Bam! Und den Rest gibt's mit der Pistolette! Da guckst du mal blöd aus der Wäsche, hä? Auf einmal. Naja. Vielleicht brauchen wir da nochmal ganz kurz einen Flaschenkürbis hier. Oh, Königinsdecker. Bitte. Ja, moin. Guten Morgen, Herr Nachbar. In die Fratz! 200 irgendwas, Alter. Sick. Hast du das gesehen, Piper, wie ich die kaputt gemacht habe? Komplett ohne Fatman. Komplett, du hast doch geschlafen gerade, oder? Ja, komplett ohne Fatman. Die denkt, das wär echt, was ich gerade gesagt habe, aber das ist gar nicht echt. So, Piper, wir looten die mal. Nice, 45er. Es gibt Ärger. Oh, fuck, was? Wo? Piper, es sind doch keine Pisser. Journalisten, als wenn du Journalist wärst. Du bist eine Kacknase. Das bist du. Mehr bist du gar nicht. Journalistin. Das kann nur maximal eine List von ihr sein. Man kann auch ganz hoch. Oh, da ist bestimmt nichts, oder doch? Ah. Der Entdeckungsdrang zwingt mich, hinaufzugehen. Und etwas Bordolaise zu essen. Aber man kommt da gar nicht hin, ne? Alles klar. Papa. Hier sind noch mehr von diesen Ratten. Mach die mal bitte down. Ich sehe dich. Nicht nur sehen, Pipes, auch killen. Das ist die Devise. Oh shit. Ist hier jemand zu on Raider? Der ist natürlich hässlich. Ich dachte, vielleicht ist jemand unserem Fatman in die Quere gekommen. Wo kommen denn die ganzen kleinen Pisspantoffeln her? Egal, jetzt können wir hier den Schalter drücken. So, Schalterlein. Ich weiß nicht mehr genau, was der macht, aber wir speichern auf jeden Fall noch einmal groß ab.
Na, wir machen noch einmal groß. So. Und jetzt legen wir das um. Zack! Ach du Scheiße. Oh no! Ah ja, der vertreibt die! Der vertreibt die! Jetzt habe ich halt die Granate gezogen, ne? Ha! Der jetzt sind alle weg. Die haben ja praktisch sind die jetzt weg oder? Ich weiß nicht genau. Oh Gott, sind die doch nicht weg? Ja, du kleine Ratte, hast natürlich nicht gehört, ne? Das Geräusch zum Davonlaufen. Ich glaube, die sind irgendwie nicht wirklich weg, oder doch? Die greifen mich nicht an, ich hab's nicht. Da ist noch so eine kleine Ratte, ne? Komm her. Wo bist du? Wo sind die denn nur hin? Die sind weggerannt, weil du so hässlich bist, Piper. Muss ganz ehrlich sagen. Der chillt da unten. Da hat jemand den Arsch versohlt bekommen. Mit so einem Brett. Auf dem Klo. Ganz schön pervers. Ja. Ganz schön das pervers. Wär's. Du kannst echt gut mit der Haarnadel umgehen. Ja. I know. Oh Gott, jetzt macht gar keinen Damage, habt ihr das gesehen? Der frisst nichts, hat einfach nichts gefressen. Wir gehen mal weg und hoffen, dass jetzt auch gleich die Gefahr weg ist. Dann können wir hier bestimmt fortfahren. Also, warte mal, können wir vielleicht einfach schon bauen hier? Ja, moin! Okay. Also, das hier wird unsere neue Hauptinsel. Das heißt, da werde ich zuallererst jetzt mal... Oh, das ist ein riesiger Bauplatz. Ja, guckt euch das mal an. Guck mal, sogar das gehört dazu. Können wir die einfach abreißen? Immer geil. Selbst das da vorne gehört dazu. Das finde ich krass. Also wir haben diese gesamte Insel mit scheinbar ordentlich Abstand noch hier zum Ding. Können wir die Schiffchen abreißen? Nee. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Sollen wir jetzt hier direkt jemanden hinschicken und ein bisschen was bauen oder sollen wir noch kurz die Sachen hier außenrum erkunden? Also ich wäre für Sachen erkunden. Schreibt bitte mal kurz live rein. Alles klar, dann erkunden wir mal. Hallo. Was für hässliche Bratzen. Habt ihr den gesehen, wie hässlich der ist? Er rennt einfach davon. Es ist irgendwie nice, aber auch komisch zugleich, dass die einfach davon rennen und jetzt gar nichts machen. So, wenn er wieder stehen bleibt, schmeiße ich ihn mit einer Granate ab. Wir haben eh so viel. Na, Teerbeere. Warum hebe ich eine Teerbeere auf? Eine Teebeere. Weiß ich nicht. Ich kann nicht während eines Kampfes leckeren Tee aus Beeren kochen. Snitch! Er rennt von der Granate weg, ayo! Als wenn du das könntest, du sagst. Bleib stehen. Piper, kannst du ihn mal irgendwie treffen? Das wäre echt nice von dir, Piper. So macht man das. Jetzt sind wir versteckt. So, dann schwimmen wir mal noch darüber. Ich nehme natürlich noch einen Medex. Ah, nicht Medex. Egal, jetzt haben wir halt auch Medex. Was bringt Medex? Schadensresistenz 25, Gefühl der Stehen 250. Okay. Naja. Ist jetzt nicht so wichtig. Das sieht cool aus da vorne. Wie so ein ganz, ganz winziger Wasserhafen hier. Da sind Vögel drauf. Nice. Da ist eine Glocke, die schieße ich gleich an die Glocke, um zu gucken, ob sie läutet. Sie läutet so schon. Hä? Nice, das spricht schon mal fürs Spiel, oder? So, was haben wir hier? Nichts. Wir haben Wasser im Boot. Männer, ich meine Vögel, wir haben Wasser im Boot. Das ist cool. Ist das jetzt einfach Dreck aufgeschüttet, dass das ganze Ding hier hält, oder wie darf ich das verstehen? Das sind Betten, aber sonst nichts. Och Leute. Wenn hier wirklich nichts mehr ist, ist das echt schwach. Aha. Ja, super. Ein Düngemittelsack. Ich nehme wenigstens die Schere mit. Höchst lohnenswert. Wirklich sehr lohnenswert. Oh, da drüben ist. Oh, da drüben ist voll das Große. Ich muss ja auch kurz auf die Karte gucken. Krass, guck mal, wie. Ich war hier noch nie in diesem Gewässer. Oder ist das hier, wo diese Wasserstadt ist? Nee, oder? Es gibt hier irgendwo so eine Wasserstadt, aber ich glaube, die ist... Das ist die hier, oder irgendwie. Oder hier? Oder ist es doch hier vorne? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir jetzt gerade mal hier.
Also zu dem da vorne, zu dem. Habt ihr das gesehen, wenn ich so schwimme? Können wir etwas unter Wasser gucken. Ja. Wow. Da unten ist, da unten scheint irgendein Zeug zu sein. Wie eine kleine Stadt. Boah, cool. Man kann das aber auch mit irgendeinem Befehl ausschalten, glaube ich, dass man wirklich komplett dann unten rumgucken kann, aber... Ich höre jetzt mal auf. Ist es doch die... Krass, was ist das hier? Es ist auf jeden Fall ein Frachter oder so, ne? Ein Transporter. Ich hatte kurz eine riesige Atombombe. Geil. Genau das ist es einfach, was so edel ist in dem Spiel. Man entdeckt immer wieder was Neues. Wir machen jetzt hier mal auf und gucken dann direkt weiter. Ich hoffe, dass hier eine Story oder so mit begraben liegt. Ja, so. Ja. Ja. Blablabla. Gucken wir erstmal nach dem Stück hier. Was haben wir hier? Also hier ist einfach nur Dreck drauf. Hier ist eine Frau, die... Ich weiß auch nicht, Blumen gesammelt hat. Leider ist ja nichts, was man sich anhören oder sich durchlesen kann. Ich dachte kurz, wäre eine Falle. Okay. Vielleicht gibt es hier noch eine Mission oder sowas. Oh, Mikroskop. Nice. Nice, nice, nice. Alles klar. Sie haben hier einen Sarg dabei gehabt. Die Piper wartet da vorne. Wird langsam weggetrieben. Tja, Piper, so ist das Leben. Wow, wow, wow. Die haben hier Leichen zu Wasser gelassen. Okay. Kann man da oben noch irgendwie drauf? Gucken wir mal. Ah, da ist auch eine Treppe. Da ist eine Treppe. Ich kletter schon wieder rum, wo es eigentlich Treppen gibt. Oder? Treppe? Doch nicht? There is no trip. Kann ich hier drüber? Komm, einmal im Kreis gelaufen, auch nicht schlecht. Kann ich da generell mal oben drauf? Genau so. Nein. Kann ich mich da ja rüber hangeln. Wo habe ich denn jetzt eine Treppe gesehen? Die da. Ich habe wahrscheinlich die kleine. Oh mein Gott. Die kleine Treppe da oben gesehen, die sich da befindet. Ist das möglich? Das ist sehr möglich. Piper, vielleicht finden wir hier voll den Schatz. Und du schwimmst die ganze Zeit. Komm jetzt mal ran. Ist auf jeden Fall dafür gemacht, hier zu laufen. Eine Metallkiste. Ah, verführerisch. Ach komm. Schade, ich kann das nicht direkt durch aufnehmen. Ich mache zwar heute auf jeden Fall noch weiter. Aber ich muss dann gleich noch eine Thumbnail machen. Sonst habt ihr gleich auf dem heutigen CSGO-Video. Heute ist der 3.1. Sonst habt ihr da noch keine Thumbnail drauf. Da vorne waren wir, oder? Ja. Voll der weite Weg, den wir hier geschwommen sind. Dann gehen wir jetzt mal da drüben hin. Da auf dieses Bötchen. Diesen Kuder und den Fiskuder, du. Fiskuder. So, ein weiteres Redex. So. Und schnell speichern und los geht's. Gucken, ob wir hier auch wieder was sehen. Ist da unten ein U-Boot? Oh mein Gott, sieht das cool aus. Da müssen wir eigentlich fast mal hinschwimmen, oder? Das ist ja der Hammer. Direkt da vorne ist irgendwie ein U-Boot. Krass, dass die an sowas gedacht haben, aber man kann es doch gar nicht sehen. Warum machen die sowas? Warum implementiert man sowas, wenn man es doch gar nicht sehen kann? Oder wurde das Wasser erst später entwickelt? Boah, ich dachte kurz, es geht jetzt live unter, das Ding. Es wackelt. Ist das cool? Es hat einen richtigen Seegang. Hat es das andere Ding auch eben gehabt? Weiß ich nicht. Boah, das ist ja edel. Ein Flansch. Ja, nice. Flansch. Ich liebe so einen Flansch. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Piper, davon leben wir seit Tagen. Was laberst du? Was glaubst du, was du die ganze Zeit isst? Ah, fuck. Yeah. Die Piper. Ah. Tomaten. Super. Was war denn das Creme für ein langsamer Gang hier bei der Treppe? Okay. Hier war nur ein Kistchen, aber immerhin war etwas da.
Leuchtet voll eklig hell. Ist hier nichts mehr. Nö, hier, oh. Oh. Hier scheint nichts zu sein. Ich spüre, wir sind einem Geheimnis auf der Spur, Leute. Ich rieche eine Spur, ich spüre eine Spur. Ich speichere nochmal grob und gehe hier mal ganz kurz runter. Das wird mich doch jetzt stark interessieren. Ist ein bisschen eklig und ich glaube, wir müssen sehr weit tauchen. Ich werde dann... Oh. Ich wollte gerade sagen, ich lade dann einfach das Spiel. Ich frage mich, ob es hier auch Unterwasserlebewesen gibt, die einen fisten können. Ich hoffe nicht. Es wirkt voll gruselig irgendwie. Mal gucken, ob wir gleich ersticken. Er hält ewig die Luft an. Ah, alles klar. Man kann nicht ewig die Luft anhalten, nur dass ihr das wisst. Gut, ich glaube, da unten ist nichts. Also das sieht zumindest hier auf den ersten Blick nicht so aus. Und darum gehen wir einfach weiter noch zum nächsten Bötchen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und zwar das da drüben. Höher! Da können wir noch ein bisschen runterspitzeln. Was es da noch so gibt. Okay. Also, da vorne ist nichts. Das sieht zumindest nicht so aus. Ja, da ist irgendwie nichts. Da ist ein untergegangenes Bötchen. Ich glaube, es gibt auch irgendwas für Unterwasserarten. Ich weiß gar nicht. Oder bin ich jetzt hier gerade bei Skyrim? Ganz da unten liegt auch irgendwas. Das finde ich echt Hammer, dass sie daran gedacht haben und so viel versunkene Schiffe und abgestürzte Flugzeuge mit eingebaut haben. Was gibt es denn hier zu sehen? Das grüne Schiff. Komplett behangen. Mit Dirt. Es schwankt auch im Wasser auf und ab. Oh, guck mal, die wurden angehalten von dem Polizeischiffchen hier. Das sollen das Polizeischiffchen sein, ich glaube schon. Ah jo, da steht's doch. Sollen das Polizeischiffchen sein? Ich weiß nicht. Was habt ihr geschmuggelt? Ich rechne jetzt mit 8000 Kinderleichen, die hier vor sich hin gammeln. Das waren richtig harte Jungs hier. Die haben sogar ein Mikrofon gehabt. Nee, ist ein Schädel, lag das schon mal. Okay. Tischventilator. Ein Ordner, den wir nicht durchschauen können. Sonst nichts. Okay, wir gehen mal auf die Polizeiboote. Haben die hier gar nichts? Also das... klar, ich meine, wir sind noch echt weit am Rand, aber hier hätte man doch noch irgendwas machen können, oder? Noch irgendwas ganz Kleines? Oder ist es schon was Kleines, wenn man dann hier Items findet? Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist es schon nicht schlecht, dass man auch so fernab halt einfach noch Dinge finden kann. Also, dann haben wir noch das da drüben, da gehen wir jetzt hin und dann noch das da. Und dann ist, glaube ich, die Folge auch vorbei. Ich mache nochmal die Schnellspeicherung. Ich vertraue der ganzen Show so nicht. Ich weiß noch, ich habe irgendwann... Ich weiß nicht, was ich gespielt habe, was es damals war. Wahrscheinlich war es, wie hieß es? Wie heißt es? Gothic oder so? Bei irgendeinem Spiel ist man geschwommen. Und dann kam irgendwann so ein Seeungeheuer. Und hat einen dann einfach gefressen oder halt so in die Tiefe gezogen. Und deswegen bin ich da etwas skeptisch. Man speichert immer schön ab. Hier ist es sautief, da ist nichts. Aber da vorne ist was. Naja, genau, das da. Das will ich haben. Einfach ein, kennt ihr das Bötchen? Krass, wie schlecht man hier sieht. Wie schlecht man hier sieht, wow. Da drüben ist der andere Punkt noch. Die dürfen nicht aus den Augen verlieren. Auf dem Meer verliert man schnell die Orientierung, ne? Ich hab hier direkt auf dem Bildschirm. So. Okay. Das ist, glaube ich, die erste Folge, wo wir wirklich so richtig hardcore exploren. Und auch so weit fernab von allem irgendwie. Ist das ein Liegestuhl? Krass, und da ist ein Safe da drin, habe ich gesehen. Dass dieses fast einfach drauf steht, sieht merkwürdig aus. Madame, ich muss mich mal hier mal kurz hinstellen. Dankeschön. Hoppa. Was haben wir denn hier? Wasser. Alles klar.
Machen hier mal auf. Oh, der ist offen, der Safe. 50er Kaliber. 50 Punkte. Ah, jetzt habe ich eine Automatikpistole mitgenommen. Die brauchen wir nicht. Okay. Haben wir eine 50er? Das mir fällt jetzt ad hoc keiner ein. Und weiter geht's. Go, 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 go. Dann haben wir schon alles abgesucht und können nächste Runde eigentlich dann ein bisschen bauen. Also dann schicken wir einen, ihr wisst schon was hin. Jemanden, der da Waren hin und zwischen drin hin und her führt. Und dann können wir da unsere Basis hinbauen und auch alle wichtigen Personen darüber ziehen. Also alle ehemaligen Begleiter und so weiter, die machen wir dann darüber. Und zukünftigen Begleiter am besten auch. Dann haben wir da die Ultra-Schisselung. Aber wir müssen auch noch dieses Fort, diese Burg, müssen wir auch noch verbessern, wurde mir, habt ihr mir ja geschrieben. So, da ist schon mal nichts. Oh, eine Hundehütte. Okay, das ist jetzt recht cool hier mit dem Bett. Aber sonst ist auch nicht viel da. Kann das sein? Noch nicht mal eine Leiche. Blähfliegenfleisch. Wer hat sich das denn eingepackt? Welches Ferkel packt sich Blähfliegenfleisch ein? Der ist doch hier auf dem... Oh yeah, da macht er... Da liegt er rum. Okay. Das war's jetzt. Haben wir alles. Da vorne wäre noch was, aber das zähle ich jetzt hier nicht mit dazu. Okay. Dann können wir nächste Runde schon ran. Und das machen, was ich eben gesagt habe. Ich nehme noch ganz kurz right away. Wie viel bringt das? Wir müssen echt... Wisst ihr was? Oh, es bringt echt viel. Sollen wir trotzdem noch einzeln Apotheker skillen? Wir sind ja gleich wieder Level up. Was bringt denn ein weiterer Apothekerpunkt? Bin ich halt wieder blind auf beiden Augen. Na, hier. Camps, die du konsumierst, wirken 50% länger. Achso, wir haben da noch gar nicht reingeskillt, den Apotheker. Na, jetzt sollen wir mal ran hier. Und das nächste wäre dann... nächster Rang. Alt. Camps, die du konsumierst, halten das doppelt so lang. Okay, okay. Ja. So, jetzt sind wir auch der Apotheker des Todes. Ah, wir können noch kurz pennen. Dann müssen wir nicht irgendwas futtern oder nehmen. So, jetzt sind wir fast wieder gefüllt. Und können dann in der nächsten Folge nach da drüben gehen. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.